Moin allerseits, ich bin Sven und ich nehme mich mal wieder mit nach draußen und möchte ein bisschen mit euch kochen. Quasi so ein bisschen ein Neujahrsmahl, wenn man so möchte. Für euch ist wahrscheinlich das Jahr schon ein oder zwei Wochen alt. Ich bin noch kurz am Ende des Jahres, also ja, will ich mit euch quasi so ein Neujahrsessen machen. Ich habe mir ein richtig schönes Steak mitgenommen. Ich werde die Nacht heute auch draußen verbringen. Es sind jetzt aktuell etwa minus 2 Grad, das soll die Nacht über minus 8 Grad werden. Richtig cool. Ich habe meinen Poncho-Liner mit Ranger Roller und so, habe ich euch letztes Jahr schon alles gezeigt, habe ich mit. Und ich möchte mir eben ein Steak grillen, Buttergemüse machen und habe jetzt gar nicht mehr so lange Licht. Hier einen schönen großen Bogen drum machen, nichts kaputt machen, da überwintern dann die Ameisen. Ja, ich will irgendwo hier vorne mit rein, da wird es ein bisschen offener. Aus dem Dichten will ich eigentlich raus. Es ist gerade echt arschkalt. Und spätestens, wenn ich sitze und alles aufgebaut habe, werde ich, glaube ich, sehr, sehr schnell zusehen, dass ich alles wieder dicht mache und alles anziehe. Ich habe auch Mütze, Buff und so weiter, alles mit dabei. Auch für die Nacht eben. Ja, werdet ihr nicht sehen können, aber da vorne ist gerade ein Reh ganz langsam weggezogen, hat mich mitbekommen rechtzeitig, das ist gut. Will ja nichts und niemanden verschrecken. Okay, also wie es aussieht, bin ich nicht der Erste, der hier was macht. Mal gucken, was wir da vorfinden. Ja, super. Hier hat irgendein Idiot rumgesaut. Eierschalen sind ja noch okay. Zwiebeln. Aber das ist absolut nicht okay. Idioten. Ja, hier auch rumgekokelt. Ja, super. Es muss doch echt nicht sein, dass man da Scheiß hier liegen lässt, oder? Asoziale Idioten. Echt zum Kotzen. Könnt ihr wahrscheinlich nicht sehen, aber ganz oben in den toten Baum da in der Mitte ist gerade ein Specht am Gange. Ganz oben fast. Ich werde mein Tarp zwischen den beiden Bäumen aufspannen. Und hier zwischen gefällt mir das eigentlich ganz gut. Da sieht der Boden auch ganz gut aus. Dann wollen wir mal aufbauen, wa? Eigentlich ganz cool. Das ist mein Tiger, diese Netzbeutel. Ich habe eine Seite Karabiner angemacht, kann ich das schön vorne vorhängen und mit den Bungee Cords, die hier eh dran sind, so ein bisschen fixieren, dass das nicht hin und her wackelt. Prima fürs Tarp. Das kann dann auch schon abtrocknen, wenn es nass ist. Schnüre habe ich da auch mit drin und so ein bisschen Organisation halt. Echt praktisch. Das Tarp ist jetzt relativ schäbig abgespannt, aber das kommt, weil es einfach nicht so bleibt. Momentan ist es tatsächlich nur Sichtschutz in die Richtung und so ein bisschen Hintergrund auch für euch. Und damit ich sehe, in welchem Bereich ich eigentlich filme. Ich werde heute Nacht das Tarp auf jeden Fall so weiter umspannen, dass ich mir da eine Dackelhütte draus mache, sprich so ein A-Frame. Denn dann habe ich am meisten Windschutz darunter und kann mich dann mit Poncho-Liner richtig schön dazwischen reinlegen. Bringt mir für die Nacht am meisten. Jetzt im Moment brauche ich es nicht, weil ich sowieso noch am Gange bin. Deswegen habe ich einfach nur so ein kleines Lean-To, wie man so schön sagt, oder hat einfach Schrägdach aufgebaut, dass ich da drunter kochen kann. Werde aber nachher auf jeden Fall, wie gesagt, zum A-Frame wechseln, wenn ich dann mich hinleg. Ich habe gerade eben festgestellt, dass ich meine Elefantenhaut vergessen habe. Aber es ist Gott sei Dank alles gefroren und nichts mehr nass, also von daher ist das nicht schlimm. Ich habe mir, da war ich ganz faul, einfach Kohle mitgebracht und eine Speedwürfel zum Anzünden. Dann habe ich fürs Buttergemüse ganz einfach ein paar Kartoffeln, zwei Möhren und ein bisschen Brokkoli und ein Stück Butter nachher zum drübergeben, wenn es gekocht ist. Und Wasser ist natürlich auch immer gut. Grillen werde ich natürlich hier drin. Hier habe ich mir ein richtig schönes Hüftsteak, das habe ich mir ein bisschen Oliven,
Öl und schon Würze hier reingegeben, dass ich das gleich einfach nur noch schön auf den Grill geben muss. Und hiermit wird das Buttergemüse gemacht. Noch nie benutzt. Ich wollte endlich mal damit grillen. Ich habe nämlich tatsächlich noch nie damit gegrillt. Und ich dachte mir, ach, zum neuen Jahr mache ich das auch mal. So, jetzt müsste ich nur irgendwie einen einigermaßen geraden Untergrund. Das sieht hier eigentlich ganz gut aus. So. Einmal voll. Ja, das ist tatsächlich ein bisschen arg viel. Aber alles, was ich nicht brauche, kommt wieder schön mit. Einfach nur so ein bisschen. Meistens auch ziemlich feucht, muss ich sagen. Aber ich will jetzt nicht groß was von den Bäumen abbrechen. So ein bisschen was von unten reicht. Bevor es zu heiß wird, mache ich die Platte schon mal drauf. Aha. Bevor es zu heiß wäre, ja, das wäre vor 5 Minuten gewesen. Na, es geht trotzdem. Das brutzelt jetzt eigentlich ganz gut. Das sollte ausreichen, um die Kohle genügend, da unten sieht man es auch schon glühen, in Gang zu bekommen. Ich muss jetzt schon gerade so ein bisschen gegen den Drang kämpfen, einfach schön zu befeuern und hier ein bisschen quasi Wärmefeuer zu haben oder halt einen Hobokocher. Aber ich will ihn ja primär als Grill verwenden. Dementsprechend muss ich das jetzt so ein bisschen runterkommen lassen, dass wirklich dann nachher auch die Kohle einfach nur glüht und dass ich hier kein Feuerchen habe, auch wenn es gerade echt verlockend ist. So, und weil das Buttergemüse ja auch ein Weilchen braucht, baue ich das einfach schon mal auf. So. Voll gemacht, ruhig grob, mag ich tatsächlich sehr gerne. Ja, also die Entwicklung von der Kohle gefällt mir sehr gut. Das war genau richtig. Das werde ich gleich noch so ein bisschen verteilen, noch einmal so ein bisschen durchziehen lassen und dann werde ich das Fleisch auch schon drauf packen. Aber ja, Fleisch packe ich wahrscheinlich drauf, wenn das hier am Köcheln ist. Schön, das einmal kurz eintunken. Dann kann ich das hier einmal entzünden. So, schon brennt das Ganze. Und das Buttergemüse kann drauf. Das sieht gut aus, genau wie ich es haben wollte, perfekt. Ah, wunderbar. So muss das sein. Nach dem Essen, ich zeige euch das mal, solange das noch einigermaßen hell ist. Nach dem Essen werde ich das hier so ein bisschen frei machen. Und dann werde ich mir hier drüber schön so einen A-Frame-Baum oder aber direkt
Wenn ich hier alles frei habe, dann kann ich das mit den Bäumen noch ein bisschen leichter machen, weil ich direkt an vor und hinter mir habe. Ich habe die BW-Matte als Faltmatte. Bei der bin ich auch gerade dabei, dass ich herausfinde, bis zu welchen Temperaturen die eigentlich noch ausreicht. Und ich dachte, minus 8 Grad ist mal ein schöner Test. Ich habe aber tatsächlich eine Luftmatte noch mit. Die habe ich seit kurzem wieder. Die ist eine ewig alte, also ist keine neue. Die hatte ich nur verliehen, die habe ich jetzt wieder bekommen. Und wenn es zu kalt wird in der Nacht, ja, dann werde ich die Luftmatte eben aufpusten, beziehungsweise ich puste die wahrscheinlich vorher auf. Und wenn ich merke, okay, scheiße, das ist zu kalt, dann kommt die eben mit drauf, gut ist. Ja, ansonsten, wie gesagt, Poncho-Liner mit der Survival-Decke und dem Regenponcho, dass ich mir da halt wieder die Ranger-Roll draus bastel und das Ganze schön, ja, mich damit zudecke. Und Mütze habe ich mit, Buff habe ich mit, Handschuhe habe ich mit, Socken habe ich mit, so das übliche Setting. Das Tarp ist übrigens neu. Ich hatte bis vor kurzem tatsächlich nur die Baumarktplane. Und auch, ja, da seid im Prinzip auch ihr wieder schuld dran. Heiko insbesondere, lieben Gruß an der Stelle. Der nämlich auch von diesem Wascher vorgeschwärmt hat. Und ich habe mir das tatsächlich auch noch nie geholt, habe es mir jetzt vor kurzem geleistet. Und ist cool, auf jeden Fall, gefällt mir. Macht was her. Ja, gefällt mir. So soll das klingen. Na, jetzt kommt natürlich noch mal ein bisschen Flammen. Jetzt ein bisschen Fett runter getropft ist. Aber das nicht grillt. Das stört mich nicht. So, noch mal kurz was zur Assistenz zum Wenden geschnitzt. Das Buttergemüse blubbert so vor sich hin. Und das Hachwitz selber. Was braucht's mehr? Sehr schön, das blubbert auch schön vor sich hin. Das lasse ich auch ordentlich blubbern. Das braucht auch nicht mehr lange, bis ich es wende. Das werde ich jetzt gleich mal machen. Ich werde, wenn ich das in eine Sohle wird, das soll schon Medium werden. Oh, und dann wird schon gefuttert. Ich habe auch echt langsam richtig Hunger. Und ich freue mich vor allem, dass ich noch genug Licht habe, dass ich euch das beides zeigen kann. Gut, ich habe auch eine Lampe mit, aber ach, Lampenlicht ist halt immer ein bisschen doof. So finde ich schöner. So, gewendet ist es nur auch. Ah, oh, sieht hervorragend aus. Ah, es wird gleich richtig, richtig, richtig lecker. Ah, schön. Oh, es gibt doch nichts darüber draußen zu essen. Ich bin sehr auf die Nacht gespannt, muss ich sagen. Gucken, was die BW-Matte so kann, auch bei Minustemperaturen. Also ich habe die ja letztes Jahr schon mal mit, was waren das, minus 3 hatte ich da, glaube ich. Das war jetzt bisher das Tiefste, was ich bei der BW-Matte hatte. Das war hervorragend. Also wirklich hervorragend und angenehm. Ich habe nichts gebraucht, ich habe nicht gefroren. Alles gut. Aber mal gucken, ob minus 8 auch klappt. Da kommt so langsam der Nebel hoch. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ja, links ist mein, das, was ich koche. Das ist nicht der Nebel. Aber da hinten. Oh, mal gucken, das wird, wenn jetzt auch noch Nebel dazu kommt und dann Frost, wird es eine fiese Nacht. Bin gespannt. So, mein Essen. Ja, brauche nicht mehr allzu lange. Da kann ich auch mal ein bisschen schnacken. Ja, ich habe ja kein Jahresfazit gemacht bei meinem, ja, überhaupt gar kein Einzelfazit-Video beziehungsweise so ein Aussicht-Video. Hatte ich, glaube ich, bei meinem Highlight-Video schon so ein bisschen angerissen, dass ich da eigentlich kein extra Video machen wollte. Ich dachte mir, vielleicht bringe ich das hier mit rein, wobei es wirklich schwierig ist. Was soll ich da groß reinbringen? Fazit, ich bin eigentlich zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe den Tutorial-Anteil auf jeden Fall erhöht, das wollte ich gerne. Ich habe ja meist immer so das 3-3 geteilt. Ich habe so ein Drittel Reviews, ein Drittel Tutorials und ein Drittel Sachen draußen. Sachen draußen ist dieses Jahr, beziehungsweise letztes Jahr jetzt ja, also für euch, ein bisschen weniger gewesen, weil ich einfach oft die Kamera nicht mitnehmen wollte. Da habe ich aber auch schon mehrfach was zu gesagt. Dafür habe ich den Tutorial-Anteil so ein bisschen erhöht. Und ja, ich werde mal gucken. Ich habe mir vorgenommen, tatsächlich für 22 wieder mehr Touren zu machen, wo ich die Kamera mitnehme. Denn das ist halt immer so eine zweischneidige Sache. Auf der anderen Seite gucke ich mir diese Videos tatsächlich gerne an. Und das sind halt einfach auch immer so Erinnerungen. Und ich mache einfach so wahnsinnig viele Touren übers Jahr, dass ganz viele Dinge einfach total in Vergessenheit geraten, jetzt bei mir.
und ich manchmal alte Videos von mir angucke und denke, ach Mensch, ja, das und das hattest du da oder so und so hast du das gemacht. Das ist dann immer ganz witzig. Und das hat mir so ein bisschen gefehlt. Das waren so ein paar Sachen, die ich mir überlegt habe, dass ich, Frequenz wird gleich bleiben. Da gucke ich, dass ich so alle 5 bis 7 Tage ein Video rausbringe. Und Inhalt wird auch in etwa so in die Richtung weiterbleiben. Deswegen gibt es da halt nicht viel als Fazit oder als Vorschau oder sowas zu sagen. Denn ja, wer weiß, was das Jahr bringt. Und da muss man sowieso wieder schauen. Also von daher, im Januar kann ich das restliche Jahr nicht vorhersagen. Wenn ich das könnte, das wäre cool. Oh, da kommt gerade ein Reh auf mich zu. Das ist, glaube ich, gerade realisiert, dass es auf mich zukommt. Na, und umgedreht ist, ja. Das ist, Moment. Na, könnt ihr nicht sehen. Da, wo ist mein Finger? Da, genau in der Schneise durch. Ganz da hinten, direkt an der Wiese. Das beobachtet mich auch. Deswegen quatsche ich jetzt einfach mal weiter. Dass es weiß, hey, okay, ich lauere ihm hier nicht auf. Vielleicht macht es einfach einen Bogen und wechselt dann irgendwie, Moment, wo ist mein Finger, weiter da vorne irgendwo ein und umschlägt mich dann. So wie letztes Mal. Seht ihr, das ist auch ganz geschmeidig am Esen. 2 sind das. Ach witzig, vielleicht sind das sogar die beiden vom letzten Mal, als ich hier war. Oder sind das sogar 3? Ist das so ein kleiner Sprung? Weiß ich gar nicht. Ich gucke mich auf jeden Fall neugierig an. Aber ich quatsche ja auch. Von daher wissen die, wie gesagt, ich lauere ihn nicht auf. Das habe ich schon ganz oft erklärt. Deswegen rede ich jetzt auch mal so ein bisschen lauter und werde hier so ein bisschen machen und tun. Ich muss jetzt eh gleich das Essen fertig machen, sodass die sich gar keine Sorgen machen oder denken, oh, werde ich gleich erschossen oder nicht. Ich liebe ja so Aufnahmen nach oben, muss ich sagen. Denn ganz oft, also geht mir zumindest so, ist das so ein Blick, den man relativ selten macht, wenn man im Wald ist. Einfach mal nach oben gucken. Das ist so auch so ein Grund, warum ich wahnsinnig gerne ohne Tarp penne. Denn ich mag das am liebsten und das ist also nach wie vor, ja, schon war schon immer so und wird auch, glaube ich, immer so bleiben, mein absoluter Favorit. Am liebsten penne ich im Wald, wenn ich nichts über mir habe. Ich habe tatsächlich auch schon überlegt, das ist eine 0% Regenwahrscheinlichkeit für die Nacht. Und ich habe ja meine Ranger Roll mit dem Poncho draußen rum. Das heißt, selbst wenn es ein bisschen dröbbelt, ist das nicht schlimm. Ob ich das Tarp nachher einfach wieder abspanne und mich einfach so hier hinlege. Ah, weil es trockene Nächte sind einfach leider in den Regionen, in denen ich unterwegs bin, nicht so häufig. Ich glaube fast, wenn ich mit dem Essen durch bin, dann werde ich das abbauen und werde mich einfach so hinhauen. Nachteil ist natürlich, dann habe ich ein bisschen weniger Schutz. Falls Wind noch ein bisschen aufkommen sollte, vielleicht lasse ich das auch halb aufgebaut oder ich lasse es so aufgebaut und positioniere mich einfach woanders hin, dass wenn ich nachts merke, okay, ich brauche ein bisschen mehr Windschutz, dann kann ich eben unter das Tarp. Aber ich finde es einfach absolut am schönsten, wenn man unter freiem Himmel schläft und einfach den Blick direkt nach oben hat. Auch ein Grund, warum ich Zelte überhaupt nicht leiden kann. Das ist überhaupt nicht meins. Ich weiß nicht, ob ihr die, werdet ihr nicht sehen können auf der GoPro, aber da sieht man so die Lauscher rausgucken und hat mich auch definitiv wahrgenommen. Das guckt mich gerade frontal an, beide. Also das andere ist so ein bisschen weiter rechts davon. Das ist eher so auf der Höhe. Da könnt ihr es vielleicht erahnen, wenn die sich gleich mal bewegen. Aber momentan verharren die eher so ein bisschen, gucken, was da los. Und sehen halt zu, dass sie mich immer im Blick behalten. Aber die sind jetzt, boah, was ist das? 30 Meter? Maximal 30 Meter entfernt. Vielleicht riechen die auch das leckere Essen. Ich könnte es verstehen. Wobei das Steak wird es wohl eher nicht sein bei Rehen. Aber man weiß ja nicht. Es ist eine kalte Nacht, ne? Dann werde ich das jetzt gleich mal runterholen und hier drauflegen, denn ich möchte nicht unbedingt auf dem Alu schneiden. Das wird, glaube ich, mein Messer nicht so toll finden, wenn ich das tue. Und der Alu-Pot wird das, glaube ich, auch nicht toll finden. Also lasse ich das lieber. So, mal kurz der Test. Oh ja, sehr schön. Das kann auch alles runter. Das muss ich gleich abgießen. Oh ja, hervorragend. Sehr schön. Ach, ich habe das Wasser jetzt soweit abgegossen. Und jetzt kommt das Schöne. Deswegen, ich brauche da auch wirklich kein Salz oder sonst irgendwas. Also ich nehme wirklich einfach nur das Gemüse. Und jetzt kommt da einfach richtig ordentlicher Klecks. Vielleicht ein bisschen übertrieben, obwohl, ach nee, das ist in Ordnung. Richtig schön ordentlicher Klecks Butter drauf. Und jetzt wird das gleich richtig schön vermanscht. Und dann ist das richtig, richtig lecker. Eigentlich würde ich jetzt aufstehen und einmal aus so ein bisschen Entfernung heraus eine Aufnahme machen, wie ich esse. Und einfach hier so gemütlich sitze und so, wobei es sowieso schon sehr dunkel ist. Aber da vorne immer noch die Rehe sind und mich beobachten und auch Stückchen um Stückchen näher kommen, will ich jetzt nicht aufstehen, weil dann schrecke ich sie auf jeden Fall stark auf und dann werden die auf jeden Fall losrennen und das muss einfach nicht sein. Und ganz ehrlich, von der Aufnahme, ja, meine Güte, dann sitze ich unter einem Tarp, ein paar Meter entfernt und so. Ich glaube, die wird euch nicht fehlen. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall mein Essen schmecken lassen. Und ja, genau das werde ich tun. Eigentlich kein Und, sondern genau das werde ich tun. Ich werde mir jetzt mein Essen schmecken lassen.
Ja, danke Spork. Danke für nix, Spork. Na, ein bisschen Dreck reinigt den Magen. Oh, richtig gut. So. Ist leider zu durch, muss ich sagen. Das schmeckt super geil. Aber ich hätte es lieber ein bisschen mehr Medium. Ihr seht, das ist gut durch. Das ist noch ein bisschen rosa, aber ein bisschen wenig. Hätte ein bisschen mehr sein können. Bestes Rezept. Einfach ein bisschen Fleisch drauf. Das Buttergemüse. Steht dem aber tatsächlich nichts nach. Das werde ich gleich schön wegsnacken. Das mag ich auch richtig, richtig gerne. Aber Kohle, wie ihr seht, hätte ich etwa die Hälfte nehmen können. Naja, jetzt habe ich noch einen Ofen. Es wirft nämlich gut Hitze. Wie ihr seht, oh, glüht der auch schon ordentlich. Nicht so ganz ideal. Ich meine, das ist schließlich ein Hobokocher und kein Grill. Aber ich weiß, dass die Bushbox das aus kann, also ab kann. Die hält auch so ein bisschen Missbrauch mal aus. Und ich hatte einfach so Bock drauf, darauf zu grillen. Ja, die Glühlösung ist aber echt heftig. Also, seht ihr das? Ja, doch, das seht ihr. Da, das ist kein Schein, das ist die Box. Könnt ihr es sehen? Minus 4 Grad haben wir gerade. Auch so eine Sache, wenn man das nicht kennt, das Geräusch, dann kann er das ganz schön, glaube ich, ja, dann kann das merkwürdig sein, wenn man die ersten Male so alleine im dunklen Wald ist und das nicht kennt. Das waren Gänse, die hier rüber geflogen sind, wer es nicht erkannt hat. Und zwar wirklich ein ordentlicher Schwarm. Die machen sie jetzt gerade auf dem Weg. Und dann, ja, hat man halt auch eine ganze Menge, die dann gerade über den Wald rüberfliegt. Noch schlimmer finde ich, ich meine, es ist auf der einen Seite mega cool, aber vom Klang her schon sehr gewöhnungsbedürftig, das sind Kraniche. Das ist also, wenn so ein Schwarm Kraniche und die mit ihrem Tröten, das ist schon ein sehr besonderer Sound, vor allem mitten in der Nacht, ist das schon, es kann das schon merkwürdig sein. Ich habe mich übrigens entschieden, ich möchte Open Air pennen und ich werde das Tarp gleich abbauen, denn ich habe mir überlegt, ich werde das Tarp als Decke nutzen. Also wenn es zu kühl werden sollte oder ich denke, ich brauche noch mehr Windschutz oder wie auch immer, dann werde ich das Tarp, das wird neben mir bleiben und dann werde ich mich damit zudecken und mich einwickeln. Um mir so nochmal zusätzlichen Schutz zu geben. Ich habe aber einfach so Bock auf eine Open-Air-Nacht mal wieder, vor allem weil es die letzte Zeit so viel geregnet hat und ich immer das Tarp spannen musste bei jeder Nacht. Bin ich sehr froh, dass es heute endlich mal trocken ist. Und ja, der Wind ist auch, also ganz laues Lüftchen. Ich werde nicht mehr allzu lange wach bleiben. Ich denke mal, ich werde noch ein Stündchen oder so lesen. Ich habe meinen E-Book-Reader mit, wie immer, für die immer fragen, wie liest du denn im Dunkeln die ganze Zeit mit Lampen? Nein, ich habe einen E-Book-Reader mit, viel einfacher. Und dann werde ich mich auch bald hinhauen. Ah, oh, das wird cool. Bin gespannt. Wir haben jetzt mittlerweile minus 5 Grad. Also wird auf jeden Fall eine kühle Nacht werden. Aber ja, ich habe alles mit dabei. Das wird passen. Schade, ich war nicht schnell genug. Da waren gerade eben tatsächlich zwei Kraniche, die ich gehört habe. Und die waren schon vorbei, als die Kamera lief. Schade. Ich lasse jetzt mal noch ein bisschen laufen. Guten Morgen. Ja. War eine frische Nacht. Okay. WW-Matte war okay, aber ah, das war wirklich an der Grenze. Punchline war gut. Ja, aber
Jetzt will ich erstmal in die Gänge kommen und loslaufen. Schön, dass ihr mit dabei gewesen seid. Und bis zum nächsten Mal.